Paper Mario, ja, und wir sind jetzt in Merles Villa und haben eine teure Vase von Mimi, ja, zerschrottet, ja, sie ist runtergefallen, sie stand auf einem Block, wir sind gegen den Block gesprungen und dann ist die Vase runtergefallen und dann ist in tausend Stücke zerbausten, sag ich mal so. Und jetzt müssen wir diese abarbeiten, indem wir 1 Million Rubine zahlen. Du willst deine Rubine? Was, kleiner Flo? Also gut, dein Durchschnittslohn für deine herausragende durchschnittliche Leistung. Du hast na toll. Ja, hier ist das auch scheiße, die Rubine zu kriegen. Man kann die irgendwo noch viel leichter kriegen. Denn hier ist das eigentlich, hier ist das schwachsinnig, hier die ganze Rubine zu holen. Man müsste wirklich sage und schreibe 1 Million mal da unter den Block springen. So, dann gehen wir einfach, ich glaube, hier rein. Wie irgendwas mit so Laufrädern. Warte mal. Ja. Und irgendwas haben die hier auch noch. Die können mir auch noch irgendwie helfen. Spitzen-Timing, werter Freund. Ich habe gerade eine sehr interessante Info erhalten. Nur jetzt im Sonderangebot. Eigentlich wollte ich 10.000 ein Rubine haben. Jetzt nur noch 10.000. Wie klingt das? Sehr gut. Ja, ja, ich weiß, ich habe es nicht. Also leck mich doch. Sprichst du mit? Ja, ja, bla. Die haben hier alle, weiß nicht, die sind hier alle am Meutern oder versuchen, glaube ich, zu meutern. Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge falscher Leute hier drunter, sag ich mal. Was heißt falscher Leute? Also die arbeiten ja, aber die tragen Geschäfte aus, sag ich mal. So. Ja, hier ist Mimi. Hallo, willkommen, herzlich willkommen in der Rubinbank, Abteilung Kredite. Bitteschön. Vielen Dank für dein Interesse an unseren Rubinkredit. Nee, kann ich noch nicht. Ja, bitte nur mal Hallo sagen, ich liebe dich. Komm. Das ist wirklich toll, ich liebe ja Rubine, also schaffe welche ran. So. Ja, Kredit abbezahlen, die zahlen wir mal ein. Super, ich nehme mal all deine Rubine. Ja, vielen Dank. So, da oben kann man es sehen. Dein Kontostand ist momentan bei, schon 999.911 Rubine. Vielen Dank, dass du die Rubinenbank beehrt hast. Bis bald. Ja, hier speichern wir mal ab. So. Ja, möchte ich. So. Und rein damit. Ja, man kann bei irgendeinem von den komischen Leuten hier, von den komischen Knackis hier, sag ich mal, kann man so einen Code hier kriegen, glaube ich. Den muss man dann hier eingeben. Was sagt er denn? Hallo, was sagst du? Was sagst du? Ich wollte mir einen Trank besorgen, um mein Liebesleben wieder aufzukurbeln. Aber ich habe Merle niemals getroffen und jetzt sehe ich meine Freundin nie wieder. Das ist schlecht. Aber Gott bewahre nicht mein Problem. Ja, diesen Kerl könnten wir da ganz viel Rubine zahlen, machen wir aber nicht. Ich glaube, da kommen wir auch irgendwie so dran. Wie viele Nummer muss ich denn da eingeben? Code eingeben? 4, okay. Ja, der würde mir dann, glaube ich, den Code da verraten. Warte mal. Bleh. Ja, ich wechsle nochmal zu Peach. So. Blub. Und rein damit. Rinnen damit. Was sagt er denn? Hey, Neuzugang, willst du ein Geheimnis wissen? Aber sicher willst du. Kostet dich nur 100 Rubine. Ich weiß was Tolles, ehrlich, spitze Info, her mit der Info, lass mal lieber, ja, ne, ich muss da eben kurz zu Mario wechseln und ich glaube, ich muss die 100 Rubine, glaube ich, sogar tatsächlich besorgen. Das bringt mir, glaube ich, gar nichts, wenn ich da drunter springe. Nein, das bringt gar nichts, überhaupt nichts. Was sagst du denn? Pizza essen ist die einzige Freude an diesem schrecklichen Ort, die an diesem schrecklichen Ort erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob ich ohne Pilze weitermachen könnte. Pilze. Die machen auch so kräftig und man hat doch immer so viel Ausdauer dadurch. Die sollten besser Fleisch essen oder ordentlicheres Gemüse als Pilze. So. Hui.
Ja, Leute, dann werde ich mal... Ach, Quatsch. Muss er hier hoch, so. Oh. So. Ne, ich muss dann ja sogar hier rein und dann 100 Rubine holen. Also werde ich das mal eben schnell machen. So, bis gleich. So, Leute, und da haben wir... Oder da sind wir wieder. Wir haben jetzt 100 Rubine und gehen mal zu dem komischen Heini da hinten hin, so. Der etwas Wichtiges hatte oder was Interessantes für mich hatte. Hoffe ich doch mal. Ansonsten weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr, was ich machen muss. Da gibt es auf jeden Fall einen Trick, wenn man sich die relativ schnell besorgen kann. Man muss wirklich nicht... Man könnte es natürlich machen, aber man kann es auch viel einfacher machen, indem man... Ja, komm, her mit der Info. Du vertraust einem Fremden einfach so? Das ist aber ganz schön gut, glaube ich. Aber dein Glaube an das Gute zahlt sich aus. Hier ist der Code für den VIP-Raum, genau. Der lautet... Augenblick, ich schreibe mir das mal kurz auf. So, der lautet 5963. So. Okay, das sollte ich eigentlich vergessen. Das ist sehr leicht. Hätte ich mir gar nicht aufschreiben brauchen. Dann gehen wir mal zum VIP-Raum. So. Hui. Kommt hoch. Kommt hoch. So. Jo. Jo. So, und 5963. Zutritt gewährt. Bitte einwerten. Und rein damit. Genau, hier ist das nämlich mit den Laufrädern. Lauft! Schneller, schneller! Stets im Kreis, ohne Fleiß, kein Preis! Chefin Mimi hasst die Dunkelheit mehr als Kuddeln. Also schwingt die Hufe. Mehr Energie! Ja, ja, Mimi hasst wohl allerhand komisches Zeug, was andere Leute essen. So, jetzt nehmen wir nämlich Mario. Und das war nämlich eigentlich relativ einfach. Hier, man muss ungefähr, ich weiß ja gar nicht genau, man muss, glaube ich, insgesamt knapp eine Viertelstunde oder so. Ist wirklich, warum muss man hier, glaube ich, in dem Rad hier rumlaufen? Also werden wir das mal machen. Ich mache mal kurz Pause, Leute. Ja, und wir laufen immer noch eine ganze Weile schon, aber es geht gleich weiter, Leute. Also, bis gleich. So, Leute, hier bin ich wieder und, ja, man sieht, ich habe ein paar Rubine sammeln können. Mit diesen Rubinen habe ich dann allerdings dem Kerl hier hinten in der Ecke Rubine gegeben. Der hat mir einen Code verraten. Einen Code hat er mir verraten. Ich kann ihn nochmal fragen. Ich kann ihn nochmal ansprechen. Oh, ich weiß halt gar nicht mehr so genau. Ich glaube, jetzt muss ich... Ich spreche noch mal kurz an. Ja. So, 1, 2, 6, 2, 8, 1, 6. Damit kann ich Mimi sicher irgendwie erpressen oder so. Was bedeuten diese Nummern? Ist es ihr Wii-Freundcode? Ein besonderes Datum? Ich weiß halt jetzt gar nicht mehr so genau. Sagt er denn? Ja, gut, ich habe das doch verstanden. So. Ja, ich möchte gerne Code eingeben. So, 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 so. Nein, Quatsch. Doch, Quatsch, so. Jo, rein damit. So. Ich weiß nicht mehr genau, was ich hier jetzt machen muss. Ich schau mal eben. Ich glaube, ich muss sogar einfach nur so komisch hier durchlaufen. Warte mal, so. Jo, jo. Was? Einfach, es macht so Spaß. Bist du bereit? Ja, bin ich. Ja, komm. Und rein damit. So. So. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. So, nein. Nein. Ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich mal hier machen muss. Ich muss auch kurz überlegen, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben hier einen kleinen Spalt geöffnet. Mit Kavum. So, hier mussten wir aufspringen, habe ich gerade gefunden. In der 3D-Sicht.
Die ist eine Kiste drin. Mit einer Karte drin. Buhu-Karte, okay. So. Ich schau mal eben kurz, ob was das hier noch war, wo ich den Code da verwenden kann. Ich weiß das nämlich gar nicht mehr genau. Was war das denn noch? So, ja, ich fliege mal hier rüber, so. So, hui, so. Wechsel wieder zu Mario um, so. Setze mal hier oben die 3D-Sicht ein und hier geht es nämlich weiter, so. So, und wir machen diese Kiste auf. Kennst du das Geheimnis? Ah, genau. Oh, los. Kennst du das Geheimnis, Partner? Hm, kennst du es? Mach die Augen zu und stell dir vor, die Welt verschwindet. Hey, das ist ja der Oberhammer. Wie, was? Ich kann fühlen, dass du der Held bist. Wow, willkommen, Partner. Oh, das ist schlecht. Du hast so wenig Kick. Aber ich kann meine Kräfte niemandem leihen, der zu wenig Kick hat. Okay, folgendes. In den nächsten 10 Sekunden lade ich deinen Kick auf. Fertig? 1, 2, 3, 5, 4, 17, 3,14, 0, was? Murmuxmolien oder so? 10! Jetzt bist du bereit, Partner. Jetzt hast du den Kick. Denk daran, wir Pixel haben jede Menge Kraft. Also sei vorsichtig. Vor 2000 Jahren gab es zwar etwas Soft mit den Ältesten, aber das ist wieder in Butter. Lass uns jetzt mehr Kicks suchen, ja? Komm schon. Und so, welcher ist das denn noch? Das ist das Seitwärtspixel Plato ist jetzt dein Partner. Mit Plato kannst du dich seitwärts drehen und Gegnern und Fallen entgehen. Seitwärts nimmst du auch keinen Schaden, solange du stillstehst. Das ist sehr praktisch. Jetzt kennst du das Geheimnis, Partner. Jetzt kennst du das Geheimnis, oder, Partner? Verstecken spielen gibt es gibt einen noch den größten Kick überhaupt. Probier es mal aus. Dann können wir jetzt nämlich so einwetten. Da Quatsch. Ich muss erstmal sowieso hier raus, ne? Ja, aber ich kann ihn jetzt so einwenden. Dennoch weiß ich nicht mehr, was ich mit ihm jetzt machen muss. Ich gehe mal zu Mimi rein. Jedenfalls kann ich jetzt so irgendwelchen Attacken ausweichen. Willkommen, willkommen. Ja, komm, leck mich. Muss ich hier rein oder so? Ja, natürlich so. Ach, Quatsch. Ja, Leute, ich mache an dieser Stelle erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part. Also, ciao.